Hello, Big Boys and Girls. Big Boys Podcast 2021. Dieses Mal. Ich bin der Jörg, das ist der Peter. Und dann haben wir bei uns, heute bei den Scene Talkers, den Kenny von Anchorage und den Kevin von Lucrazie. Der Peter und ich, wir mischen uns heute dieses Mal ein bisschen ein, weil erstens mal ist das eine Episode, für die wir jetzt schon sehr lange kämpfen, dass wir endlich mal alle zusammenkommen. Es geht um ein Thema, das sowohl der Thomas als auch ich als auch der Peter eigentlich schon länger behandeln wollten. Nämlich um Inklusion und Rassismus in der Metal-Szene oder halt zumindest in der Wiener Metalcore-Szene. Und da wir nicht denselben Fehler machen wollen wie unsere Kollegen vom WDR, nämlich dass man ein paar fünf weiße Boomer hinsetzt und die sprechen über Rassismus. Deswegen haben wir ein paar Ausländer eingeladen. wär das ein bisschen bigott, ja. Holen wir uns ein paar mehr Leute. auch sehr interessant für mich ist eben Information Confirmation Bias, weil ich kann aus meiner Warte sagen, hey, die Wiener Metalcore-Szene oder die Wiener Metal-Szene, soweit ich sie kenne, inklusiv und tolerant und wir kümmern uns darum, dass das ein Safe Space wird und wir das auch feiern und es um Kunst und Message geht und nicht um Oberflächlichkeiten. Aber das kann ich sehr leicht sagen als White Boy in Österreich. Und Vielleicht kann ich kurz zwischenwerfen, ich als offizieller Ausländer die meisten Leute sind eher so, was, du bist nicht von da, also ich kann auch nicht wirklich mitreden. Trotz anderen Ausweis, ne? Ja. Als Niederländer in Österreich ist man wahrscheinlich jetzt nicht so der Exot. Ja, nein. Ja, nein. deswegen sliden wir right into it. Wie falsch oder richtig liege ich, wenn ich sag, die Wiener Metal-Szene ist welcoming und inclusive und feiert Diversität? Bei mir, also ich muss sagen, da kann ich dir zustimmen, da es mir eigentlich fast wie im Peter geht. Also bei mir, also im Prinzip bei mir weiß man es gar nicht. Die meisten wissen gar nicht, dass ich zum Beispiel einen anderen Pass habe und so weiter. Mhm. Und deswegen habe ich da bis jetzt auch nicht sehr viel erlebt. Also was ich kann nur über Alltagsrassismus viel mehr reden, glaube ich. Okay. Wenn Leute es wissen und so weiter. Sparen wir uns eher auf. Für die zweite Hälfte auf, ja. Also vielleicht, konzentrieren wir uns mal auf die Metal-Community. Oder so, Kevin, da ist vielleicht. Ja, in Wien selber, also auf persönlicher Basis muss ich sagen, in der Wiener Metal-Szene bin ich auch nur auf offene Arme gestoßen bis jetzt. Kann natürlich nicht für alle reden. Muss aber auch sagen, dass ich nicht in jedem Bereich der Wiener Metal-Szene unterwegs bin, was zum Beispiel Black Metal angeht. Da findet man mich kaum, sag ich jetzt, wenn es um Core, um Death Metal, Grindcore geht. Da bin ich eher daheim und da sind auch die offenen Arme. In anderen Sparten tummel ich mich gar nicht. Mhm. Ja, auf internationalem Ding habe ich schon meine persönlichen Erfahrungen auch gemacht. Das war, nachdenken, genau. Metal Sucks waren wir halt zum Beispiel mal oben, sind wir durch Zufall raufgekommen, ja, also in einen Artikel rein. Mhm. Und also in der Comment Section, das ist mittlerweile leider gelöscht, ich habe es heute noch gesucht, ob ich es rausschneiden kann, sind dann quasi Angriffe auf meine Person getätigt worden, im Sinne von, was macht der im Metal-Bereich, soll lieber bei den Backstreet Boys starten, ja, und diverse andere Sachen.
Ah, zu hübsch für Metal wahrscheinlich. Ne? Ich wollte es gerade sagen. Irgendwie war vielleicht auf dein gutes Aussehen. Nein. Ich weiß, eher weißer Anzug steht noch. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das war, nochmal, das war in einem Online-Artikel in der Comment-Section. Genau, ja. Und wie geht es dir damit und wie reagierst du da drauf? Reagierst du da überhaupt? Sagst du, okay, gut, ich suche da jetzt das Gespräch und die Aufklärung oder bist du so auf, naja, fuck it, solche Leute sind eh nicht, kann man eh nicht reasonen? Also es war länger her, also einige Jahre, und damals war es mehr so ein, ich ignoriere es jetzt, es interessiert mich nicht, es macht nichts mit mir. Jetzt mit meinen 30 hätte ich wahrscheinlich anders reagiert, weil mein Umfeld hat mir auch irgendwie suggeriert, hey, ignoriere es, lass links liegen. Ja. Jetzt würde ich das ganz anders machen. Okay, wie angenommen, der Artikel wäre gestern rausgekommen. Wie wär da jetzt dein Modus? Also ich würde jetzt nicht auf Attacke gehen, aber ich würde schon zurückschreiben und sagen, hey, ist nicht okay. Also Metal ist für alle da. Öffentlich oder der Person persönlich? Öffentlich. Okay, ja. Öffentlich. Als dein persönliches Online-Profil. Also nicht, genau. nicht über die Band. Okay. Und halt mehr oder weniger das Gespräch suchen oder nur eine Meldung und dann auch wieder gehen. Oder? Kommt darauf an, wie es sich entwickelt, ja. Weil auch ein Gespräch möglich ist. Ja. Ja. Bei vielen Dingen endet es dann in einer Wüstenbeschimpferei, ja. Dass man die Zeit dann so schaut. Dang. Dang. Ja. Und ich würde sagen, so in Wien, in der Konzertlandschaft, seid ihr da auf Konfrontationen gestoßen? In den letzten Jahren oder ist es so, keine Ahnung, ist es egal? Na, eigentlich in der Musik, ehrlich gesagt, noch nie. Mhm. Ich habe also Deutschland etliche Shows gespielt, wirklich, keine Ahnung wie viel, in Österreich etliche Shows. Da musst aber, du noch mit Kaiser Franz Josef. Genau, mit der alten Band noch. Mhm. Aber ich habe da noch nie irgendwie was erlebt. Ja. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gab es da ein paar Leute, die Scherzel gemacht haben. Aber so richtig an meine Person gerichtete Sache war da irgendwie nie. Habe ich noch nicht erlebt. Glücklicherweise. Also ich wüsste gar nicht, wie ich da reagieren würde. Auch jetzt in dem Alter, ich glaube, mir wäre es voll egal. Ich wurde in der Volksschule und so weiter sehr viel gemobbt, sehr, sehr viel. Deswegen ist es bei mir schon irgendwie so sehr, was an meine Person geht, schon ein bisschen abgestumpft. Bei mir ist dann eher was, wenn es ums ein bisschen mehr Allgemeine geht, da bin ich dann schon mehr, da bin ich dann eher im Rage-Mode. Okay. Also wenn quasi generalisiert wird. Genau. Nur kurze Frage, ist bei irgendwem von euch ein Fenster offen? Bei mir. Dankeschön. Okay, vielleicht ein bisschen eine plakative Frage. Kenny, würdest du sagen, dass die Intoleranz, in der du als in der Schule gestoßen bist, hat das dazu geführt, dass du ein bisschen mehr in eine eben in die Metal-Szene gegangen bist? Auch? Weil das. Nein, ich habe in der Volksschule schon angefangen, die Musik zu hören. Ja. Das war, glaube ich, das hat sich, glaube ich, jetzt wirklich so entwickelt. Also irgendwann habe ich angefangen, meine Haare wachsen zu lassen. Seitdem sind sie einfach nur so, wie sie sind. Ich hatte, glaube ich, noch nie eine andere Frisur, einfach immer nur kürzer und länger. Ja. Und nein, also es hat auf jeden Fall meine. Eine Richtung hat es auf jeden Fall geändert, also was mich, also persönlich hat es mich auf jeden Fall in eine Richtung geschoben. Auch, also Umfeld ist da extremst wichtig, dass da, wie du aufwächst, mit wem du aufwächst. Und ja, das war bei mir ganz ausschlaggebend, also dass ich da in die Richtung gerutscht bin auch. Also
Metal-Dude-Freunde oder Freundinnen hatte ich ehrlich gesagt echt selten. Nur bis ich dann irgendwie so in Burggarten-Szene Okay, war schon und so gekommen bin, damals, keine Ahnung, 2010 oder was. ja. Oder na, noch früher, da war ich 15, 14. Also über 10 Jahre. Ja. Das waren dann eher so die ersten Freunde, die halt wirklich was gehört haben. Ansonsten war ich voll, war es meine eigene Entwicklung. Ah, verstehe. Sehr cool. Kevin, bei dir so, wie bist du in den Sumpf gerutscht, wenn ich das so sagen darf? Ja, das eigentlich die Freunde, ich meine, die Schulzeit war nicht so rosig. Okay. Und die Leute, die halt offene Arme hatten, waren halt die Leute aus dem Metal-Bereich, die ich dann kennengelernt habe. Ja. Und durchs Umfeld ist man da einfach reingerutscht. Sag ich jetzt mal, ist die anfixen. Aha. Ich meine, vielleicht auch eine interessante Frage irgendwie im Zuge dessen, weil es ist ja einfach so, dass die meisten Leute im Metal White Guys sind. Glaubst du, es ist einfach eben wegen dem Umfeld, weil halt in diesem Umfeld eher Leute Metal hören und in einem anderen Umfeld die Leute zum Beispiel eher Hip-Hop hören oder so? Glaubst du, hängt das damit zusammen, warum da nicht so durchgemischt ist wie in der normalen Bevölkerung? Oder was glaubt ihr? Ich glaube, also ich lese gerade ein Buch zu dem Thema von einer afroamerikanischen Frau in der Metal- und Punk-Szene. Und was sie beschreibt aus ihrer Jugend, viele haben sich gar nicht getraut, sich da zu outen, zu sagen, ich höre Metal, weil einerseits der Backlash da ist von wegen, hey, das sind eben so viele White Guys, was machst du da? Und aus der eigenen Community, hey, das ist White Guys-Musik, das ist nicht unseres, also von beiden Seiten quasi angefeindet werden. Darf ich nur Sich kurz quasi fragen, zu outen. woher kommt diese Dame? Aus Wie Amerika. zufällig? Okay. Genau. Yep. Das Buch heißt What Are You Doing Here? Ah, okay. Das ist ziemlich cool. Und ja, sie beschreibt einfach ihr Aufwachsen mit Metal, Punk und Hardcore. Ja, also Und ist es eigentlich eher ein wie ihr generell sagt, eher ein Umfeld etwas und nicht das. ja, definitiv. Okay. Das Buch heißt What Are You Doing Here? What are you doing here? Okay, passt. Na, also, Das werden wir suchen und in die Description geben. bestimmt. Also, wenn ich, also, meine Eltern sind Türken, ja. Und wenn ich da nur, wenn ich zum Beispiel, also, ich glaube, ich sage mal so grob, ich bin, wenn ich im, zum Beispiel im 10. vielleicht aufgewachsen wäre, wär ich jetzt vielleicht anders. Also, Umfeld ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das ist definitiv so. Jetzt erzählt von eurer Schulzeit. Sprechen wir da ab wann? Volksschule, Mittelstufe, Volksschule. Oberstufe? Ab der Volksschule. Hauptsächlich Volksschule. Okay. Ich glaube, je jünger Kinder sind, also ich bin Kinderbetreuer, Ja. je jünger Kinder sind, desto grausamer sind sie. Das sind teilweise Biester, ja. Also sie haben da noch keinen Bezug darauf, Keinen so Filter. was, ja, kein Gefühl, so was kann, was löse ich in meinem Gegenüber aus, ja. Ich sage einfach so, was ich mir denke, so, und was ich irgendwie gelernt habe von meinen Eltern Das oder wie wollte auch ich immer, gerade und fragen, push es dir rein. woher schnappen die das auf? Ja. Genau, ja. Also, Zu Hause, ne? Umfeld. eben. Also, ich habe zum Beispiel zweimal Wien belagert. Du persönlich. Ich war Der Kenny das. und seine Bros, ne? Das ist harte Genau. Arbeit, ne? Ja, so mit Rumschubserei und herumschlagen, so, warum hast du uns belagert? Zweimal hintereinander. Einmal wurde mir geholfen. Also meine Volksschullehrerin war da sehr dahinter, dass es angefeuert wird, dass meine Exklusivität irgendwie so dargestellt wird, dass ich da ein bisschen exotisch bin. Bitte, was hat dieses Und wir hatten gemacht, der einen dich sagt, Halbrumänen das in der ist ja voll die Klasse. Frau. Ja, wir hatten einen Halbrumänen in der Klasse und da hat sie dann auf einmal behauptet auch,
So, ja, die Rumänen haben den Türken geholfen bei der Wien-Belagerung. Und dann gingen es auf einmal auf uns beide los. So, du hast uns belagert und Michi, du hast ihm geholfen, wie kannst du nur? Und wir in der Ecke, in der Klasse. Ja, heute lache ich drüber. Heute ist lustig. Damals war es nicht so besonders lustig. Na eh, es ist Oder. ja, es ist ja, es Und das eben hat meiner das Meinung nach mit Skurrile, dass man Religion zu jetzt drüber tun. lacht, obwohl es eigentlich etwas sehr Nein, nein, Trauriges ist überhaupt macht. nicht zu lachen. Es hat meiner Meinung nach mit Religion zu tun, weil wir haben ja damit angefangen, zum Beispiel, dass eben der Peter nicht so behandelt wird, teilweise eben als es kommt voll drauf an, wo du herkommst. Also als ein Holländer, Spanier, Franzose, Engländer bist du als sau cool, ja. Das ist ziemlich leibend. Aber als Türke bist du ziemlich ein Exot und ich finde, das hat was mit der Religion zu tun, egal ob du jetzt daran glaubst oder nicht. Das ist den Kindern egal. Das wurde ich auch nie gefragt. Da wurde mir zum Beispiel von einer so ein Stückchen Extrawurst am Finger hergehalten und gesagt, iss das, ich will sehen, was mit dir passiert. So. Oh, das ist hart. Das war, ja, ist nichts passiert. Ich bin, ja, Komisch. alles Aber cool. weil du Religionen sprichst, glaubst, es hängt auch irgendwie Nein. zusammen, damit das Religion im Metal eher schon irgendwie ein Non-Starter ist. So auf, ja, ich meine, okay, es gibt Christian Metal, eh klar, aber sonst ist es ja eher, naja, Religion nicht so cool. Hängt das irgendwie mit der Offenheit zusammen oder kann das zusammenhängen? Ich weiß nicht. Kann schon sein, dass es da irgendwie ein so No-Religion-Sache gibt und dass da die Menschen eher gleich angesehen werden, eventuell. Dass da irgendwie nicht so ein Unterschied gemacht wird oder Ja, wurde ich noch meine, nie gefragt ich in der glaube nicht, dass es Musik. bewusst passiert, aber ich glaube einfach, weil Ja. es eben Religion jetzt wirklich, bis auf jetzt Christian Metal, kein Thema ist, dass es Ja, eben, eben. so, es ist mir doch scheißegal, was du daheim glaubst. Das Ja. Existiert einfach nicht. So, wenn dann irgendwie fuck Jesus, mehr nicht, irgendwie. Mehr Religion ist in der Metal-Szene ja, irgendwie mehr so im Rahmen von Anti-Establishment quasi, Ja. mittlerweile. Religion und Regierung ja doch in manchen Ländern Hand in Hand geht, ja, Ja. oder zumindest die Werte geprägt hat, ja. Verarbeitet ihr eure Ereignisse auch in irgendeiner Band von euch, in irgendeinem Solo-Projekt oder so? Nein. Also in Anchorage immer gar nicht. Nein, bei uns ist alles sehr rassistisch. Wir bearbeiten solche Sachen gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Also wir haben eine 60-prozentige Ausländerquote in der Band. Aber nein, wir bearbeiten sowas eher nicht, glaube ich. Okay. In Locrusty, ja, eigentlich gleich. Ich meine, ich bin der einzige Wiener in der ganzen Band, muss man auch sagen. An Wahlberger, an Ami, einer aus Deutschland, einer aus der Ukraine, also Wild, sehr bunt geil. gemischt. Stimmt, bei uns gibt es eigentlich gar Ich keinen Wiener. schaue, dass ich es im Solo-Projekt vielleicht, da möchte ich ein, zwei Sachen machen in die Richtung. Ist auch ein bisschen aus der Frustration über die Situation in Amerika entstanden. Ja. Und da wird es reinfließen, definitiv. Wie hat der eine Dude geheißen, der war früher bei Divine Heresy und jetzt ist er bei den Bad Wolves. Ja. Das ist ein Spezialist, der taugt mir sehr. Black Guy, der Bein hat gesagt, es gibt so etwas wie systemischen Rassismus nicht. Und er Oh. kommt mehr so ein bisschen so aus der Trump-Supporter-Richtung, wenn ich mich da richtig erinnere. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber mit seiner Aussage, in den USA gibt es keinen systemischen Rassismus. Und das hat er sogar erklärt in einem längeren YouTube-Video. Da war ich sehr überrascht, schrägstrich verwirrt.
Vor allem in den USA gibt es sowas nicht, natürlich. Nein, wie? kann ich mir nicht vorstellen, ja. Was denkt ihr euch zu dem, bitte? Ich kann nicht mehr dazu sagen. Dass das komplett daneben ist, ist, glaube ich, klar. Und vielleicht lebt er in einer privilegierten Situation, da noch nie irgendwie Probleme gehabt zu haben. Aber sich da als Aushängeschild zu positionieren, zu sagen, das gibt's nicht, ist schon ein starkes Stück. Definitiv. Ich meine, wir sind uns hier alle einig, dass es nicht nur in Amerika ein Problem ist, sondern global. Also. Ja, eben. Also. Ja. Da muss man schon ziemlich blind sein, glaube ich. Keine Ahnung. Also wir haben ist ja nicht so, dass wir ganz viele schwarze Minister haben, so ist ja nicht. Jetzt so, die ÖVP ist eh. Also ja, die ÖVP ist schwarz. Das muss man. Halt, das haben sie ja geändert, nicht? Das aber, genau. Geht jetzt auch nicht mehr, kann man sagen. Ist türkis. Ne? So. Ist die Farbänderung ein Indikator für systemischen Rassismus, bitte? Weißt du das? Ich darf hier nicht wählen, ich will keine weiteren Aussagen machen. Du redest überhaupt Peter und ich sind ausgeschlossen. Be gone. Nein, ich finde, die Aussage von ihm ist quasi auch das Äquivalent zu einer gängigen Aussage wie Metal ist unpolitisch. Dass ich oft höre, wo mir auch die Haare zu Berge stehen. Ja, das ist, dass man da nicht mal sagen kann, okay, gut, ich kann zu dem Thema nichts sagen, es betrifft mich nicht, Punkt. Aber ich schließe es nicht aus, es wird vermutlich so sein, ja, weil, wie uns die Geschichte sagt und so weiter und so fort, ja, das verwirrt mich an ihm und halt auch an seinen Bandkollegen, dass das dann so lange braucht, bis sich da dann irgendwer äußert, ja. Vor allem in den Bad Wolves sind glaube ich mehr Black Dudes. Zumindest einer, der Gitarrist, der spielt auch bei God Forbid, ja, wenn die wer kennt. Ziemlich coole Metalcore-Band, ja. Weil ich generell zu dem Thema ein bisschen, dass es ja falsch klingt, super blind bin, weil God Forbid haben wir in Wien gespielt und sie haben so ein Peace-Merch, ja, wo drauf steht The True Black Metal, ja, weil es sind 5 Schwarze. Und das war mir aber nicht klar, weil ich sehe das Shirt, das ist The True Black Metal und mein einziger Gedanke ist, jetzt ein Metalcore-Band. Der Nerd steht dann vor dem Merch stand und denkt, ja, das geht ja überhaupt Schwarze nicht, was soll der Blödsinn? Ja, so oblivious bin ich halt zu dem Thema, eben weil's zumindest in den Kreisen, wo ich unterwegs bin, ist nie ein Thema ist und es ist vollkommen irrelevant. Und ich habe mich auch durch die europäische Metal-Musik-Landschaft gespielt und war in verschiedenen Szenen unterwegs und da war das nie ein großes Thema. Da war immer so, okay, wie viele Noten kannst du in der Minute spielen? und wie hart und schnell ist deine Mucke und so, ja, so in die Richtung und kannst auf die Bühne abgehen. Und ja, aber deswegen möchte ich so einen Reality-Check machen, ja, ob ich mir das nur einrede oder vormache, ja, oder es gern so hätte und das so aktiv mache, dass ich einfach dadurch sehr, sehr oblivious bin und eigentlich voll falsch liegt. Ne? Bitte? Ja, nein, ich meine, was
schon auch immer weird für mich war, ist, dass an der einen Seite im Metal, und wenn wir jetzt einmal ganz zurückgehen, was uns auch der Thomas irgendwann einmal erklärt hat, es kommt ja irgendwo sehr viel aus dem Punk-Bereich dazu, was ja jetzt, sagen wir mal, so die mitunter linkesten Leute sind, die es gibt auf der Welt, dass du das ist, die sehr offen sind für allem, aber trotzdem hast du auch NSBM und einige andere rechtsradikale Einflüsse im Metal-Bereich, was für mich immer auch sehr weird war. Ja, aber ich habe das Gefühl, du hast in fast allen Subgenre hast du irgendwie so eine rechtsextreme Version davon. Du hast ja genauso die Nazi-Punks und du hast ja genauso rechtsradikale Hardcore-Bands. Und eben, wie du sagst, in Black Metal ist ja das anscheinend super stark polarisiert, ne? Eben mit NSBM. Keine Ahnung, in anderen Subgenres könnte ich es jetzt nicht so sagen. Außer im Metalcore, dass du wieder die Superchristen hast. Ja. Aber sonst, ich weiß nicht. Würdet ihr sagen, das Metal-Subgenre und die Szene ist ein Safe Space für ich denke schon. Für alles in jedem. Ich glaube schon, dass da, also in Wien zumindest, oder Österreich, kann man das schon irgendwo sagen. Vielleicht gibt es da ein paar Leute, die aus der Reihe tanzen oder das, was sie tatsächlich denken, irgendwie verstecken und selten mal raushauen. Aber ansonsten denke ich da schon, dass man hier recht gut willkommen geheißen wird. Ich würde das gar nicht so einfach bejahen, weil, wie du vorher gesagt hast, man trifft sich, man ist in der Szene unterwegs und wichtig für euch ist halt gewesen, wie viele Noten kannst du spielen, wie hart kannst du abgehen. Aber Musik und die Kunst war das. Genau, aber die Frage ist, warum kommt dieses Thema eigentlich nicht auf? Weil ich habe zum Beispiel bei einer Black Metal Party ausgeholfen, ich habe in Nürnberg gespielt. Darf man wissen, welche? Negative Bias. Ha, da war der Thomas auch. Ich cool. habe davor ausgeholt. Nice, ja. Nice. Und ich bin schon mit einem mulmigen Bauchgefühl auf ein Black Metal Konzert nach Deutschland gefahren. Yeah. Wo jeder andere sagt, kein Problem, fahre ich da hin, warum auch nicht. Also stimmt, ich habe da schon ein Bauchgefühl, weil ich sage, den Luxus zu sagen, ich gehe auf das Konzert, auf das ich möchte, den hat einfach nicht jeder. Weil du nicht wissen kannst, ob du da dann wirklich aufreist oder nicht aufgrund deines Aussehens. Da wundere ich mich schon, wenn dann Leute sagen, das Thema ist bei uns nie Thema. Warum eigentlich nicht? Na, stimmt schon. Also bei so Black-Metal-Geschichten würde man sich auch vielleicht denken, also ich gehe zum Beispiel nicht ins Escape. Ist zum Beispiel ich spiele da auch nicht, ich gehe da nicht hin, will nichts damit zu tun haben. Wir haben auch mal bei einer Show mit Anchorage war das, wir waren schon am Festival, am Gelände und dann haben wir uns die Leute angesehen und uns gedacht, so, irgendwie schauen die ziemlich suspekt aus. Inwiefern, wir haben die ausgeschaut? Ja, wäre es ein bisschen rechts, das Ganze, ich weiß nicht. Okay, und ich meine so Bursum-T-Shirts oder? Ja, auch, keine Ahnung, weiß nicht, ob da jetzt bestimmte Bursum-T-Shirts dabei waren, also keine Ahnung, es war irgendwie unser Gefühl, ob wir da jetzt eh nicht irgendwo auftreten, so was uns im Nachhinein irgendwie sehr, was wir im Nachhinein sehr bereuen werden. Und da waren glücklicherweise auch ein paar Leute, die der Cheese und ich aus so Tourgeschichten gekannt haben, ein paar Fans, haben die ausgefragt, so, hey, wie ist denn da, was geht da ab? Und die haben gemeint, nein, es ist alles recht okay, es ist vielleicht vereinzelter, das kann man nie wissen, aber es ist eigentlich recht safe, also ist kein bekanntes Nazi-Festival. Okay, verstehe. Weil, also ich hab eine Zeit lang in einer Band gespielt, die recht sozialkritisch war und eher politisch links und auch in der politisch linken
Szene unterwegs. Und da habe ich es eigentlich schade gefunden, dass wir sehr, 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 sehr picky waren mit unseren Konzerten. Ja? Und ich habe mir nachher dann voll gedacht, eigentlich hätten wir mit der Band, macht es wenig Sinn, quasi in der linken Szene zum Spielen, weil die Leute sind eh unserer Meinung. Ja? Und da sind wir eh safe. Ja? Und die, da werden wir spielen und die werden sagen, ja, das, was du sagst, ist cool und die Mucke sowieso. Ja? Hoffe ich zumindest. Und mit der Band hätten wir eigentlich so full on auf irgendwelche fragwürdigen Festivals spielen müssen, mit dem Mittelfinger raus und so. Wie denkt ihr darüber? Ja? Dass ihr eigentlich, und ich sage das jetzt bewusst so, dass ihr eigentlich auf den falschen Festivals spielen solltet. Ja, vielleicht, ja. Denkst mal drüber nach. Ja? Ob das, ja. Ich mein, ja. Das war eine All-White-Band, oder? Ha? Diese Band war eine All-White-Band, doch, oder? Da waren Vorarlberger dabei. ja, of course. Ja, aber, soll ich sagen, wir waren politisch die komplett andere Richtung. Ja? Und das ist, diesen Diskurs hätte ich gerne gestartet. Ja, und halt den richtigen Leuten wäre ich gerne auf die Zehen gestiegen. Ja, weil, ja, also Ja-Sager und Bausteichler, das ist eh ganz cool, so hin und wieder, aber ja. Ja, vielleicht erweitern wir die Frage für Kevin und Kenny. Wie glaubt ihr, dass am besten eben so ein Dialog oder Diskurs gestartet werden kann in der Metal-Szene? Jetzt vielleicht nicht so notwendig in der österreichischen Metal-Szene, ja. aber generell halt. Weil diese Don't Ask, Don't Tell Mentality, die eher vorherrscht, die gilt es ja auch zu brechen, in Wahrheit. Weil das Thema zu ignorieren, macht es ja auch nicht besser. Verändert den Status quo nicht, ganz im Gegenteil. Ja. Also, was sind da eure Ansätze, Vorstellungen, Wünsche vor allem? Ich denke mal, eben eh genauso mit solchen Podcasts oder mit Vlogs und so weiter, dass man damit irgendwie Gehör verschafft, weil die sind zurzeit recht beliebt. Man hört sich Podcasts an, schaut sich im Internet Sachen an, Videos und so weiter, wo Leute reden. Und wenn man da das Ganze viel mehr irgendwie thematisieren würde, dass es sowas auch gibt, weil es gibt bestimmt, also wir haben es vielleicht nicht erlebt, aber es gibt bestimmt Leute, die das schon erlebt haben, dass sie da rassistisch angegriffen worden sind in der Musik. Egal, ob es jetzt hier ist oder woanders. Und da sollte man schon mehr darüber reden und sich nicht denken, so, ich habe es nicht erlebt, das gibt's nicht. Weil wir können ja auch nicht behaupten, das gibt's nicht. So. Sondern nur über unsere persönlichen Erfahrungen sagen, dass wir das nicht miterlebt haben. Und da ist man schon im richtigen Wege, glaube ich, wenn man mit solchen Podcasts und so weiter ansetzt, auch bei Shows mal ansprechen und so weiter. Also ich bin nicht so der komplette, man sollte bei den Konzerten die ganze Zeit nur über Politik reden und bla bla, also da bin ich nicht der Meinung. Ich finde, das sollte schon bei der Fokus schon auf bei der Musik bleiben. Mhm. Außer du machst natürlich, also in deiner Band geht es darum, dass du sozialkritische Musik machst und deine Texte, da geht es darum und so weiter. Aber ansonsten bin ich da, also ein paar Statement natürlich immer abgeben, aber komplett nur bei der Show das machen, bin ich nie so der Typ. Aber eben mit solchen Podcasts und so weiter, definitiv. Also ich glaube, man sollte mal damit beginnen, dass man sagt, hey, es gibt nicht die eine Musikrichtung, wo jetzt ganz viele Rechte sind und dann nicht. Genau, ja. Man sollte im Grunde jede Stilrichtung hinterfragen, Hardcore, F-Core etc., das ist das eine. Und das andere, dadurch, dass man es hinterfragt, die Dinge nicht totschweigen, mal ansprechen, sei es im Freundeskreis, Konzerten, vor allem mit Bandmitgliedern, weil in letzter Zeit merkt man immer mehr und mehr,
Einzelbandmitglieder in bestimmten Bands, die komplett aus der Reihe tanzen. Ja. Drummer von System of a Down, Bassist von Ghost Inside, wo ich mir denke, kann sein, dass wenn man in einer Band mit fünf, sag ich jetzt mal, All-White-Dudes, wenn ich den Ausdruck verwende, Ja. ist, dass das Thema nicht oft hochkommt, aber es sollte eigentlich trotzdem da sein, weil oft wird man dann doch überrascht von der Meinung des Bandmitglieds, mit dem man schon seit 10 Jahren eine Band hat. Schwierige. Das Spannende, wie auch vor kurzer Zeit gesprochen, ebenso intern so die Mothership Boys und Peter war dabei und auch ein guter Bekannter von mir, der Kerem Lechner, wo wir gefragt haben, hey, wie kann das sein, dass Leute, die eben schon eine geraume Zeit in einer Band spielen, dass es dann einzelne Individuen gibt, die auf einmal so eine radikale Meinung haben. Ne? Eben Weil es auch nicht zur Sprache kommt. einerseits das und eben auch jetzt unlängst mit der Thematik von Mr. John Schaffer von Iced Earth, ja, weil der ja auch anscheinend ich habe nur leider nicht gemerkt, wie sein Projekt ist, das ist ein bisschen politischer. Noch Ich glaube, mehr, ja. Demons and Wizards. Nein, nicht, da gibt es nur noch eins. Ach Ja, so. Aber ist das das da ist er ganz allein. 1776 oder so irgendwas? Ja, ja, Ja. ja. Und da hat der Kehren gemeint, ja, es gibt halt, wir dürfen uns so Profi-Bands nicht unbedingt vorstellen, so wie quasi unsere Bands, die halt mehr oder weniger Bunch of Friends und like-minded people sind, ja, die halt das aus Spaß und der Freude machen, sondern das müssen wir uns schon ein bisschen mehr wie ein Ein Beruf. professionelleres Arbeitsumfeld vorstellen, wo man sich halt trifft Ja. zum Arbeiten, ja, und da ist halt die Arbeit in Musik und Live-Spielen und Herumfahren und so weiter und so fort, aber jeder bleibt dann doch für sich, ja, quasi mehr so, ja, weil ich gehe auch ins Büro und habe da meine Arbeitskollegen und mit denen rede ich halt über Arbeit und halt Smalltalk und Oberflächlichkeiten, aber so meine Core Beliefs und so, das lege ich dort nicht unbedingt aus. Ja, Ja, das heißt, das ich ist definitiv kann so. theoretisch mit den ärgsten Leuten zusammenarbeiten und weiß es halt nicht, weil man halt nicht drüber redet. Ja. Und so kann ich es mir vorstellen, dass das, warum das in manchen Bands so ist. Eben Ja, wie das ist Beispiel. definitiv so. Es war bei mir bei Kaiser Franz Josef so. Ja. Also wir waren keine Freunde. Das war ein, der Sänger hat es auch betitelt als Projekt und niemals Band genannt. Ja, es Ja, war okay. ja, wir haben uns getroffen, es war Beruf. Wir haben eine Ja. Zeit lang auch davon gelebt und unter der Woche waren wir in Wien, waren wir zum Hackeln im Büro, im Proberaum. So circa, keine Ahnung, 6 bis 8 Stunden. Und Wochenende waren wir nur unterwegs. Unterwegs, Entweder Donnerstag oder Freitag bis Sonntag. ja. Und es war viel, hatten wir miteinander nichts zu tun. Wir haben nicht viel über privates Zeug geredet, nur ab und zu mal. Ansonsten, das war rein beruflich, sozusagen. Das Und da heißt, kann ich es mir eben genauso vorstellen, dass du da dann, keine Ahnung, 5 Jahre oder was mit einem Dude zusammenspielst, der erst nach 5 oder 6 Jahren auf einmal irgendwelche rassistischen ja. Aussagen tätigt, weil bis jetzt hat er sich nicht getraut oder so, oder keine Ahnung. Da kann das eben schon passieren. Und generell auch, wie es der Karim auch gesagt hat, eben, dass es, das sind ja teilweise auch Bands, die halt Session-Musiker engagieren und sowas. Manche, es gibt Musiker und Mitmusiker. Ja. Und da ist dann halt, ja, man hat nicht mit allen viel zu tun. Ja, aber Voll. Fazit ist insofern trotzdem einfach viel, viel mehr schauen, dass man den Dialog sucht und aufarbeitet, es sei denn durch Podcast oder einfach mal in der Band intern quatscht, nicht so, hey, ich weiß nicht, ich interpretiere das jetzt auch einfach rein, ich weiß, dass es bei Mothership so ist, aber wenn irgendein ein größeres Event ist, ob jetzt politisch oder irgendwas in der Welt, so, wow, habt ihr das gesehen? Und dann wird einfach mal darüber diskutiert, nicht? Aber das geht halt nur, wenn du wirklich befreundet bist untereinander, das ist schon Ja, richtig. also bei uns passiert das auf jeden Fall, also dass wir, ob man das mitbekommen haben, eben, das ist, also bei uns, da bin ich mit Anchorage eben sehr, sehr glücklich darüber, dass ich mit leibenden Menschen
spiele und mit denen auch privat was machen kann. Also ist schon ziemlich cool. Bin schon sehr dankbar dafür. Da redet man schon über solche Sachen. Ob man die Demo mitbekommen hat. Cheese und ich wohnen auch sehr, sehr nah beieinander, also ein paar Meter. Wenn die Demos mal bei der Pilgrimgasse vorbeiziehen, dass sie was gesehen ist und bei uns, Alter, was geht und so. Letztens zum Beispiel. Also, ja. Okay. Ja, Kevin, anything to add? Ja, naja, im Freundeskreis, also jetzt nicht nur in der Band, ich spreche schon Leute an, wenn ich sie mit einem Burzum-Shirt sehe oder in einem Bandshirt, wo ich mir denke, hey, wir sind befreundet, woher kommt jetzt woher kommt diese Idee jetzt? Warum möchtest du jetzt ein Burzum-Shirt tragen? Nur als Beispiel. Weil mir schon wichtig ist, dass das alleine eine Plattform liefern kann für andere Leute oder Kontakt schaffen kann zu Leuten, die aus dem rechten Eck kommen können. Also so kleine Dinge können oft schon viel ausmachen. Vielleicht. Auch das Wissen irgendwie, ob sie darüber aufgeklärt sind oder nicht, ist halt auch bei vielen. Ja. Vor allem bei so Burzum-Sachen ist halt immer die Frage, ob die Personen sich damit beschäftigt haben oder einfach jetzt nur die Mucke hören und eh gar nicht hören, was der da schreit. Das ist Das muss etwas man auch schwierig. manchmal hinterfragen. Aber das ist vielleicht eh noch interessanter als letzte Frage für euch, weil das haben wir eh auch schon in einer vorigen Folge gehabt, ob man eben einen Künstler und seine Kunst von seine Ansichten und so irgendwas trennen kann. Und gerade eben bei solchen ideologischen Sachen, ich kann es da zum Beispiel nicht, jetzt eben so ein Burzum zum Beispiel, das ist ein, na, das ist, ich persönlich kann das nicht trennen. Michael. Wie ist das bei euch? Ich denke mal, ihr habt da auch eher ein nah all or nothing. Nein, also auf keinen Nicht? Fall. Wenn der Songwriter oder generell der Mitglieder irgendwie rechte privat recht sind, aber in der Band nicht, dann sehe ich das trotzdem als höre ich mir die trotzdem nicht an, ist mir irgendwie ich also das ist auch ein Grund, zum Beispiel so dafür, dass ich nicht ins Escape gehe. Ja, da werden Leute auch willkommen geheißen werden. Da wird einer Band auch eine Bühne geboten, wenn man weiß, dass da halt ein Was bisschen kritisch zwielichtige ist. Typen dabei sind. Also die Band selber muss sich nicht als jetzt präsentieren als Rechts-Metal, also Right-Wing-Band oder sowas. Aber wenn man dann weiß, es sind ein paar Leute, zwielichtige Leute dabei, würde ich sie genauso nicht spielen lassen. Und wenn man da eine Bühne bietet, dann macht man da schon mit. Da gab es schon viele Beispiele, was halt das Mitmachen, was Mitmachen halt schon bedeutet. Also es ist, keine Ahnung, gewiss, wenn du einen Vorteil daraus hast, dann machst du halt damit und bietest da eine Bühne und ich trenne das überhaupt nicht, wenn einer privater Rechter ist, ist er generell ein Rechter und das macht seine Kunst nicht besser. Da ist mir wurscht. Also da bin ich genauso sehr hakelig bei Charles Manson zum Beispiel. Ich verstehe die Leute nicht, die den Typen so hochpriesen. Ja, er ist ein toller Künstler, ja super, aber hat ein paar Morde zu verantworten. So ein sogar ein Baby, das nicht mal geboren worden ist, wurde ermordet dadurch. Also es ist. Das kann man irgendwie nicht so stehen lassen, nur weil er jetzt tolle Musik macht und schöne Gedichte schreibt. Ja, es ist. In Nazi-Deutschland hat man über den Heinrich auch gesagt, dass er ein ganz anderer Mensch war, wenn er Geige gespielt hat, aber den Schlächter von Prag hat man ihn trotzdem genannt. Also. Ja, also ich kann das auf keinen Fall trennen. Ja, dem kann ich mir eigentlich nur anschließen, weil ich sage, da kann die Band noch so gut sein, aber ich öffne den Raum in der Metal-Community genau für so ein Gedankengut, wenn ich solche Bands weiter unterstütze. Ja. Das ist quasi, dann winke ich die Leute nur so rein, die ich eigentlich nicht haben möchte. Ja. Das kann man nicht trennen, weil du zerstörst den Safe Space für die, die ihn vielleicht brauchen oder die ohne den vielleicht gar nicht zu Metal-Shows gehen. Ja. Okay. Ja, sehr überraschende Antwort, muss ich sagen.
ja, das würde es für mich soweit konklusieren für heute. Ich würd noch gern zum Abschluss eben kurzes Statement von euch hören, was wir aktiv in der Wiener und in der österreichischen Metal-Community machen können, egal jetzt welches Subgenre, ja, die Thematik aktiver zu behandeln, außer dass der Peter und ich einen Podcast darüber machen, sondern wie stoßen wir das mehr an, wie bringen wir den Stein ins Rollen? Jetzt fangt mal der Kevin an. Danke. Bitte. Ich sage immer, das liegt bei jedem Einzelnen, ihr müsst nicht streiten, aber hinterfragt und macht den Mund auf. Roger that. Ja, definitiv. Also darüber reden und nicht irgendwie sich Gedanken darüber machen, was für Auswirkungen hat das jetzt für meine Band, wenn ich diese Aussage tätige. Da sollte man schlafen drüber reden und mal auch anderen Menschen auf die Zehen steigen ein bisschen. Das passt schon. Und seine Band nehmen und am Nazi-Festival spielen. Genau. Ja, Peter, hast du noch was? Was dich interessiert, was du sagen möchtest zu dem Thema. Nope. Cool. Also, wie gesagt, weiterhin natürlich den Diskurs suchen. Und definitiv. Das ist das Wichtigste. Definitiv. Hey, würde es euch stören, wenn wir irgendwann einmal so in einem Jahr oder so, wenn wir es schaffen, dass wir uns da nochmal zusammensetzen und dieses Thema noch einmal angehen? Sehr gerne, ja, klar. Voll gerne. Das wäre sehr cool. So, dann war's das mit der ersten Scene Talkers Episode für 2021. Da möchte ich noch bedanken bei unseren Kooperationspartnern und Partner. Es ist erst einer, aber es werden mehr folgen, nämlich das ist die Klangfarbe in Wien. Coolste Music Store. Kennt ihr oder? Klangfarbe in Wien. Kennt ihr, oder? Habe ich schon mal gehört. Klangfarbe, ja. Ich glaube, da gibt es was, ja, da kennt man was. Eins, ist der, ja, ist der im fünften, da, oder? Viele Leute da. Fünften den Bezirk. Sehr supportenswürdig. Und ja, das ist ja dein Wort. So, deswegen, das war der Kenny von Anchorage, der Kevin von Locracy. Erst Peter, ich bin der Jörg. Stay big. Und bis zum nächsten Mal. See ya. Damn it.